ist kein Tag der Freude, es ist ein Tag des Gedenkens. Gestern am Gründonnerstag traf sich Jesus mit den 12 Jüngern ein letztes Mal zum Abendessen. Es ist noch keine Woche her, dass sie in Jerusalem ankamen und mit großem Hallo begrüßt wurden. Aber heute erinnern wir uns, dass Jesus Christus, den wir den Sohn Gottes nennen, verraten, beleidigt und entehrt, dass er geschunden, gequält und gefoltert wurde, dass er an diesem Freitag verspottet, gekreuzigt und zu Tode gebracht wurde. Ich habe einen Freund, der ist Moslem. Er versteht uns Christen nicht. Auch er glaubt, dass Jesus gelebt hat. Auch er glaubt an Gott, denselben Gott wie die Juden und die Christen. Er respektiert die Worte der Tora, der Bibel und des Korans. Er sagt, es ist alles Gottes Wort, es ist alles Gottes Wille. Aber er kann sich nicht vorstellen, dass Gott seinen eigenen Sohn hat sterben lassen. Für uns ist der Karfreitag ein Tag der kollektiven Trauer. Ein Tag vollkommener Schmucklosigkeit. Ein Tag des Todes, der Finsternis, der Verneinung allen Lebens. Es ist noch gar nicht so lange her, da war es üblich, sich am Karfreitag schwarz anzuziehen. Da waren Feste aller Art am Karfreitag nicht erlaubt. Da war es einfach nicht üblich, sich unter Freunden zu treffen. Den Kindern wurde das Lachen untersagt. Singen und Tanzen waren sogar ungesetzlich. Und jetzt? Es ist zurzeit verboten, sich zu treffen, auch wenn man einsam ist. Sich in den Arm zu nehmen, auch wenn man sich verlassen fühlt. Sich zu trösten, auch wenn man traurig ist. Wir sollen Abstand halten, aus Fürsorge für unsere Nachbarn. Uns nicht zu nahe kommen, damit wir leben. Doch heute ist der Tag, an dem Gott uns so nahe ist wie an keinem anderen im Kirchenjahr. Christen glauben daran, dass sich im Tode Christi die ganze Liebe Gottes zeigt, das Mitgefühl mit den Leidenden, der Trost für die Bekümmerten und die Verbundenheit mit allen Menschen. Gott selbst hat sich in einem Akt einzigartiger Solidarität erniedrigen lassen. Das macht unseren Glauben so anders. Das unterscheidet uns Christen von den vielen anderen Religionen. Wir sind uns sicher, dass Leid und Tod nur vorübergehend sind. Dass Gott uns mit offenen Armen empfängt, egal was war, ist und sein wird. Heute nehmen wir uns die Zeit zu trauern. Wir löschen die Kerzen und räumen den Altar. Am Karfreitag werden wir stumm. Das Geschehen am Kreuz macht uns still, vielleicht sogar beschämt, angesichts des Leidens und Sterbens. Wir denken auch an die Menschen, die in unserer Zeit gefoltert und getötet werden, verzweifelt, enttäuscht oder mutlos sind, voll Kummer und Sorgen oder krank. Wir erkennen, dass die Welt ungerecht ist, aber wir werden auch ermutigt, zusammenzuhalten, füreinander zu sorgen, uns umeinander zu sorgen. Dabei haben wir den Jüngern Jesu eins voraus. Wir wissen um das Wunder der Auferstehung. Wir werden entlassen mit Zuversicht auf Ostern. Bleiben Sie von Gott behütet und gesund.